Was versteht man unter Arbeitsschutz? Und diese Frage ist genauso tückisch, wie wenn der Prüfer, und wir sind wieder in der Situation der mündlichen Prüfung vor allem, wenn der Prüfer fragte, was ist Arbeitsschutz? Das ist die gleiche Art der Frage. Sagen Sie mal, was versteht man denn eigentlich unter Arbeitsschutz? Oder sagen Sie mal, was ist denn eigentlich Arbeitsschutz? Und es ist klug, wenn man sein Wissen verknüpft mit dem Wort, das der Prüfer benutzen muss, wenn er den Sachverhalt prüfen will. Und das Wort ist Arbeitsschutz. Also schauen wir uns das Wort Arbeitsschutz an und gucken, ob wir es verknüpfen können mit der richtigen Antwort. Prinzip zwei Gedanken, einmal Arbeit und zum zweiten Schutz. Ist es also Schutz der Arbeit? Nein. Aber es ist Schutz. Den Begriff Schutz können wir verwenden und dann können wir uns zum Beispiel fragen, Schutz vor was? Schutz vor. Ja, wir lassen das mit, wer soll jetzt geschützt werden? Die Arbeit ja offensichtlich nicht. Lassen wir erstmal beiseite, sondern gehen erstmal zu dem Wort Schutz und sagen Schutz vor. Und was könnte das sein? Zum Beispiel Schutz vor Verletzungen. Aber auch Schutz vor Immissionen. Emissionen sind Einwirkungen. Emissionen ist das, was das auf dem Schornstein herauskommt. Und Immissionen ist das, was einwirkt auf Menschen, auf Tiere, auf Pflanzen und so weiter. Also Schutz vor Immissionen, vor schädlichen Emissionen könnte man noch ergänzen. Und damit wird jetzt ganz klar, wer geschützt werden soll. Nämlich der Arbeiter. Arbeitsschutz ist eigentlich Arbeiterschutz. Der Arbeiter soll geschützt werden, zum Beispiel vor Verletzungen. Ja, wir denken hier noch ganz stark an das industrielle Zeitalter, das wesentlich geprägt ist oder war durch Maschinen und an Maschinen kann man sich verletzen. Und wir denken an die rauchenden Schornsteine, die Emissionen ausstoßen, von dem lateinischen Wort emittere, herausschicken, die zu Emissionen werden können. Emissionen sind Einwirkungen, in dem Fall schädliche Einwirkungen. Und der Arbeiter soll geschützt werden. Also Arbeitsschutz ist Schutz des Arbeiters. Schutz des Arbeiters. So, und dann könnte der Prüfer noch eine Frage hinterher schicken, nämlich wie? Sagt er wunderbar, haben Sie schön erklärt. Arbeitsschutz ist also Schutz des Arbeiters vor Verletzungen und schädlichen Emissionen. Jetzt kommt er vom Was zum Wie. Wie macht man das denn? Und die Antwort lautet, wir machen das im Wesentlichen durch Arbeitsschutzvorschriften. Und diese Arbeitsschutzvorschriften, also im weitesten Sinne durch Gesetze. Und diese Arbeitsschutzvorschriften verpflichten die Partei, die wir sozusagen als Gegenpol sehen zum Arbeiter, nämlich den Arbeitgeber. Was ist also Arbeitsschutz? Arbeitsschutz sind Verpflichtungen des Arbeitgebers, den Arbeitnehmer oder Arbeiter
Ja, wir denken beim Arbeitnehmer eher an den Büroangestellten und beim Arbeiter eher an den, der an der Maschine arbeitet. Und aus der Tatsache, dass ich beides mal die männliche Form verwendet habe, sehen Sie auch, dass hier noch das Bild dahinter steckt, von dieser klassischen Gestaltung, dass der Mann arbeitet und die Frau sich um die Kinder kümmert. Und heute haben wir viele, viele andere Modelle. Also natürlich ist es heute auch die Arbeiterin. Natürlich ist es heute auch die Arbeitnehmerin. Verpflichtet also den Arbeitgeber, den Arbeiter zu schützen vor Verletzungen und schädlichen Emissionen. Das ist Arbeitsschutz. Alles Gute, Marius Ebert.